Willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Ionentor. Nachdem wir eine Schatzkarte von Prinzessin Peach erhalten haben, sind wir ihr nach Rohlingen, dieser dreckigen Gangsterstadt, gefolgt. Wo wir tatsächlich auch schon von einem Banditen überfallen wurden. Ich glaube, wir sind einfach zu auffällig gekleidet, Mario. So, jetzt passiert das hoffentlich nicht mehr. Mario, ich schlage vor, wir verfolgen diesen Dieb. Er ist in diese Richtung gelaufen, da wir ja wissen, dass diese Olle hier drüben niemanden durchlässt, weil wir aus Versehen ihre Kontaktlinse zertreten haben. Kann der Typ sich doch eigentlich nur hier hinten in den Gassen befinden, oder? Das würde doch auch zu seinem Stil passen. Also du bist es nicht, aber vielleicht kennst du ihn. Hey, sag es nicht weiter, aber ich werde von der Polizei gesucht. Wow, das überrascht mich keineswegs. Vor 3 Monaten habe ich in einer anderen Stadt einen Einbruch begangen und dabei aus Versehen eine Oma zertreten. Ich bin hierher geflohen und werde einfach warten, bis das Ganze nicht mehr von strafrechtlicher Relevanz ist. Werdet ihr auch niemandem verraten, dass ich hier bin? Ey, komm, das machen wir jetzt auch. Dann kann ich nicht mehr wegen Steuerhinterziehung im Knast landen. Natürlich habe ich immer alles angegeben. Okay, Leute. Wer ist das eigentlich? Gumbrina weiß alles. Gumbrina, unsere Begleitung, die wir in der ersten Folge vor absolut Geistesgestörten gerettet haben. Algumbone, ein von der Polizei gesuchter Gumba. Er ist auf der Flucht und versteckt sich in dieser Stadt. Was hat er nur getan, dass er sich ausgerechnet hier verkriechen muss? Naja, das haben wir ja gerade erfahren und das war wirklich keine Kleinigkeit. Crazy shit. Ja, und ihr seht schon, mit wie viel Charakter und Hintergrundgeschichte jeder einzelne Char hier ausgestattet ist. Das gibt's heutzutage einfach nicht mehr. Und das kommt auf das gibt es bei jedem noch so unbedeutenden NPC hier. Es ist so geil. Das ist Bluff. Dieser Typ träumt davon, irgendwann reich zu werden. Ich sehe da eher schwarz. Dafür geht er viel zu gerne ins Casino. Ach, die Sonne lacht. Alge, Alge, Alge. Und sobald er ein paar Münzen hat, hält ihn nichts mehr vom Spielen zurück. Ey, gestern habe ich 100 Münzen im Glücksspiel verloren. Aber das nächste Mal werde ich ganz sicher den großen Gewinn machen. Nur weil du ein paar Dokus über Las Vegas gesehen hast, heißt das noch lange nicht, dass du rich wirst. Was haben wir denn hier? Oh, du bist doch die Drecksau. Hey, ganz schön aufdringlich von dir, mir bisher zu folgen. Ist ja schon gut. Du bekommst die Münzen zurück. Du musst wissen, ich habe gerade Tesafilm gekauft und ja, die Münzen sind da dran geklebt, seitdem ich mit dir zusammengestoßen bin. Das war voll gar nicht so meine Absicht, ne? Hier, du hast die jetzt wieder, okay? Zufrieden? Ja, aber trotzdem sollte dir die Fresse zerschlagen werden. Und seht ihr das? Da krabbeln sogar überall Kakerlaken am Boden und fliegen herum. Damn, was eine fucking Messi-Wohnung, Alter. Ich glaube, ich überlege es mir nochmal, ob ich Vermieter werde. Aber auch er hat noch einen Schatz in seiner Bruchbude. Einen Sternsplitter. Und den nehmen wir natürlich an uns. Ah, nach all den Jahren erkenne ich jetzt auch mal, dass das hier kein Fukano auf dem Wanted-Picture ist. Das habe ich nämlich immer so wahrgenommen. Jetzt ist es für mich eher ein Unterwasser-Torgetik. Ich weiß es nicht, Leute. Oh, ich glaube, ich habe vergessen, den Typ zu scannen. Sorry, ich bin ein absoluter Süchtling in dem Spiel. Es muss absolut alles zu 100% gemacht werden in diesem LP. Also, los geht's. Ein Bandit, der sich in diesem Haus versteckt. Ihm scheint diese Bruchbude ja sehr zu gefallen. Aber er sollte mal putzen. Oh ja, das sollte er. Absolut schrecklich. Allerdings sieht's draußen nicht gerade besser aus. Naja, dann suchen wir mal weiter nach Professor Gumbart, denn er soll mehr über diese Schatzkarte wissen. Hey Kumpel, du solltest nicht so leichtfertig Leute anquatschen. Es kann sonst passieren, dass du angegriffen wirst. Nimm mich also in Acht. Soll das eine Drohung sein, du Knilch? Ein Gumba.
Gumbaniel, das ist wohl sein Name. Er wirkt ein wenig grob, aber eigentlich ist er sehr zuvorkommend. Er ist bekannt dafür, dass er selbst komplizierte Jobs präzise erledigt. So, so. Naja, gut. Was haben wir hier Schönes? Hey, da ist er ja! Oh, da sind sie ja, Professor Gumbart! Und mit wem habe ich das Vergnügen hier? Du bist doch, warte, ich erinnere mich an dich. Dieses Gesicht, dieses hübsche junge Gesicht. Keine einzige Falte. Warte, warte. Gleich fällt mir auch der Name wieder ein. Erstmal kurz gucken und meine gespeicherten Bilder. Gumbapsi? Nee, die war brünett. Vivian? Nee, schwarze Haare. Mann. Gumberte? Nee, die war ja so 40 ungefähr. Du bist, wie alt bist du? Bist du minderjährig? Kein Problem. Oh, ich hab's. Gumbrina. Letztes Jahr hast du meine Vorlesung über Altertumsgeschichte besucht. Ja, richtig, Gumbrina. Studentin im 5. Semester. Sie erinnern sich also noch. Natürlich. Ich habe ein perfektes Gedächtnis und kann die Screenshot-Funktion gut nutzen. Auf Insta. Und du warst eine meiner besten Studentinnen übrigens. Dieser Mann hinter dir, den kenne ich. Nicht. What? Mario heißt er. Sie wissen doch, der berühmte Mario. Ja, stimmt, da war was. Ja, egal. Ich bin so in meine Forschungen vertieft, dass ich etwas weltfremd geworden bin. Aber weshalb seid ihr eigentlich beide hier? Wir möchten etwas über den legendären Schatz erfahren, der hier in Rohlingen sein soll. Und wir dachten, dass Sie uns sicher etwas darüber sagen könnten, Herr Professor. Ja, bestimmt. Schließlich bin ich nur nach Rohlingen gekommen, um dieses Thema zu erforschen. Aber warum interessierst du dich so sehr für den Schatz? Du bist doch selbst einer. ja. Du weißt doch, es wird erzählt, das sei alles nur eine Legende. Die Wahrheit in einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumsforschers. Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt. Deshalb will ich ihn finden. Eine sehr kluge Antwort. Und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen. Zumindest, was ich mit meinen 80 Jahren noch aufbringen kann. Also, schon zu dem Schatz selbst gibt es viele Fragen. Einmal ist die Rede von zahllosen Juwelen, dann wieder von einem magischen Item und manchmal von einer sagenumwobenen Jungfrau. Oder war das jetzt was anderes? Nee, ich glaube, das habe ich verwechselt. Warte mal. Manche sagen, der Schatz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste sei leer. Ja, ich habe keine Ahnung, was davon jetzt stimmt und was nicht. Aber ich weiß, wie man den Schatz findet. Ihr braucht dafür die Sternjuwelen. Sie meinen, die Sternjuwelen aus der alten Legende? Nach der sich das Ionentor öffnet, wenn alle 7 Sternjuwelen vereint sind? Ja, so ähnlich wie in Dragon Ball tatsächlich. Wie die Legende sagt. Um den Schatz zu bekommen, muss man zunächst die 7 Sternjuwelen suchen. Der Besitzer der magischen Karte haltet diese vor dem Ionentor in die Höhe. So dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Die alten Quellen sagen also, man soll die magische Karte vor dem Tor hochhalten. Dann erfährt man, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Ja, da sagt es hier unten, soll sich in den Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste. Und die haben wir nicht. Doch, die haben wir, klar. Die magische Karte befindet sich nämlich in Marios Besitz. What? What? Kannst du die mir mal zeigen? Schnell, bevor mein Herzschrittmacher versagt. Oh mein Gott, das ist das Original. Ja, das sehe ich doch sofort. Das ist die echte magische Karte. Ja? Oh, du bist großartig, du bist umwerfend, wundervoll, exzellent, wunderhübsch. Und ja, damit, wenn du diese Karte vor dem Tor hochhältst, verrät sie dir, wo die Sternjuwelen sind. Sie sagen es, Professor. Worauf warten wir also noch? Gumbrina, Mario, auf, los!
gehen wir mit der magischen Karte zum Jungtor. Let's go! Ja, das hatte ich auch vor. Den Zaun hier müsste man eigentlich entfernen können. Hiya! Wie gut, dass ich Karate gelernt habe. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Also los, einfach mir nach. Okay, ich sehe schon, der Dude meint's ernst. Was ich dir noch sagen wollte, Mario. Da unten gibt's allerlei seltsames Gesindel. Drogenopfer, Alkoholisierte, Schläger, Vergewaltiger, alles, was man so kennt. Sei also vorsichtig. Kennst du übrigens schon die Action-Kommandos? Ja. Oh, echt jetzt? Wir sollten sie aber schon nochmal üben, oder? Nö. Ja, gut. Dann los, auf den Untergrund. Du gelangst in die Röhre, indem du auf sie springst und nach unten ziehst. Alright. Ja, was er gerade meinte, ist eigentlich das, was ich schon im Kampf gegen diesen Crucillus erklärt hatte. In dem Moment, in dem man den Gegner berührt, sollte man nochmal A drücken für mehr Damage. Und es gibt dann noch Zusatzkommandos für die Cools, die ja, zum Generieren von Hype nötig sind. Hier ist noch ein Sternsplitter. Was hier ist, checken wir einen anderen mal ab. Und die Sache mit dem Cool und so, die wird erst später relevant. Daher lassen wir das einfach weg. Und die Action-Kommandos habe ich erstens drauf, zweitens habe ich es auch schon erklärt. Und was wollt jetzt ihr? Ey, Alter! Gehört die kleine Date zu dir? Ja, und? Boah, sieht's aus, Püppchen, hä? Du und ich? Also ist uns Gesellschaft? Ich trage auch eine Rolex am Flügel. Und ich erst auf meinem Helm. Aber ist die überhaupt legal? Eigentlich mag ich ja Leute, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber aus eurem Maul kommt einfach nur Scheiße. Ihr seid widerlich. Also verzieht euch. Ey, Jungs, die Kleine, die ist wunderschön voll. Wir werden der frechen Zuckerschnute mal das Maul stopfen, wenn du verstehst, was ich meine. Oh ja, die kriegt, was sie verdient. Ey, seid ihr geisteskrank? Umbrina, alles okay, ich kümmere mich drum. Hier haben wir genau das, wovon ich gesprochen habe. Ein Opfer größer als das andere. Naja, also ein Goomba ist da, zugekokst, wie ich sehe. Ein Pieks-Goomba, natürlich, drei Wodkas gesoffen. Und ein Paragoomba, hi. Bei dem mittleren, dem Pieks-Goomba, musst du besonders vorsichtig sein. Er trägt eine Pickelhaube, sprich oben länger als unten. Du verletzt dich also, wenn du auf ihn springst. Den fliegenden Paragoomba kannst du mit dem Hammer leider nicht angreifen, der ist zu high. Bei ihm musst du einen eleganten Sprung anwenden. Ganz ohne Red Bull, versteht sich. Je nach Art des Gegners solltest du also eine sinnvolle Angriffsart wählen. Ja, ich verstehe schon. Okay, danke. Noch was. Du kannst die Reihenfolge, in der ihr angreift, mit Y verändern. Gombrina kann also auch vor ihr angreifen. Selbst ist die Frau und so. Ich verstehe. Gombrina, dann zeig's ihnen. Aber sag mir doch erst einmal genaueres. Was geht ab? So, immer zweimal drücken, sobald die Anzeige in der Mitte des Kreises ist, dann bekommt man nicht nur die Informationen, sondern auch das Cool. Das ist ein Goomba. Goombas gelten allgemein als ziemlich kleine Fische. Aber da möchte ich ganz heftig widersprechen. Auch wenn der hässlich aussieht. Maximal 2 KP, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Abgesehen davon haben sie keine Besonderheiten. Also kleine Fische eben. Ja. Wobei sie da sich jetzt ein bisschen auch selbst widersprochen hat. Habe ich nicht so ganz verstanden. Wie auch immer. Ah, stimmt. Der Pickelgumba hat einen erhöhten Angriff. Schön, dass wir das gesehen haben. Ich habe zwar mit A erfolgreich die Attacke abgewehrt. Also, ja, abgewehrt nicht, aber den Schaden reduziert. Allerdings lässt sich der Schaden dadurch halt auch nur um 1 reduzieren. Und da er Angriffskraft 2 hat, hat Gumbrina trotzdem einen Damage gefressen, leider. Hier die Bestätigung. Das ist ein Pieks-Goomba, also sozusagen ein Goomba mit einer Pickelhaube. Maximal KP 2, Angriffskraft 2, Verteidigung 0.
Durch die Pickelhaube hat er eine höhere Angriffskraft als ein normaler Goomba. Und wenn du ihm auf den Kopf springst, nimmst du selbst Schaden. Also Vorsicht. Alles klar. Dann machen wir den doch einfach mit dem Hammerplatz. Bam! Oh, die Kulisse fällt. Da tatsächlich auch A drücken, um den Schaden abzuwehren. Und dass der Paragumba jetzt gestorben ist, passt mir ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich hätte den gerne noch analysiert, aber dann halt nicht. Sowas kann passieren. Das sind so random Elemente, die immer in den Kämpfen vorkommen können. Ja, ja, und jetzt haut ihr ab, ihr Waschlappen. Große Klappe, nix in der Hose. Ja, gut, Mario und Goblina. Unterwegs werden wir dir noch einige dieser Typen näher bringen. Wenn sie dich entdecken, greif sie an. Versuche ihnen mit Sprung oder Hammer zuvorzukommen, bevor der Kampf beginnt. Gelingt dir das, erhältst du den Erstangriff im Kampf. Sobald du einen Gegner entdeckst, solltest du also ohne zu zögern angreifen. Das passt voll gut zum Spiel, oder? Jeden, den wir sehen, den greifen wir sofort an. Lul. So, hier geht's lang. Denn da rechts wäre lediglich eine Sackgasse gewesen. Keine Sorge, auf Goombrina und Goombat und alle anderen Begleiter müsst ihr keine Sorgfalt tragen. Die sind für sich selbst verantwortlich. Wichtig ist nur, dass Mario sein Ziel erreicht. Wenn wir den Bereich wechseln, dann kommt der Rest nach. Ja, und ein erfolgreicher Erstangriff sieht genau so aus. Schön vor dem Kampf schon auf den Gegner draufspringen oder den Hammer auspacken, um Damage zu verbreiten. Wenn... Ja, okay, bei dem machen wir das jetzt mal nicht. Ich will ihn ja scannen. Und wenn es ein Gegner ist, der kaum Schaden macht, dann ist der Kampf auch so gleich beendet, wie bei dem ersten Goomba. Und hier wäre es auch der Fall gewesen, aber wie gesagt, ich musste ihn noch scannen. Und ich sehe, er hat sogar ein Item bei sich. Das ist jetzt auch möglich. War in Paper Mario 1 soweit ich weiß nicht der Fall. Aber die Gegner können jetzt auch Items nutzen. Das ist ein Paragumba. Offensichtlich handelt es sich um einen Gumba mit Flügeln. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Solange sie fliegen, kannst du sie nicht mit dem Hammer treffen. Sobald sie Schaden erleiden, fallen sie zu Boden und werden zu normalen Gumbas. Das stimmt, aber wir werden ihn in der Luft schon zerreißen. In einem Kampf mit mehreren Gegnern sollte man auch immer zuerst denjenigen mit den Items oder dem Item, je nach Fall, angreifen. Denn von ihm geht normalerweise die größte Gefahr aus. Oh, was haben wir denn hier? Ein Item, wenn ich die Box auch mal treffe. Ein Pilz, der stellt 5 KP wieder her. Manche Items kannst du für Angriffe auf deine Gegner verwenden. Andere Items füllen deine KP, Kraftpunkte oder BP, Blütenpunkte wieder auf. Was sind Blütenpunkte? Werden wir noch rausfinden. Drücke Start und wähle Menü Items, um alle deine Items anzusehen. Okay. Ah ja, okay, wir kriegen beide Sorten. Einmal den Pilz zum Heilen und einmal die Blume zum Angreifen. Die Blume macht nämlich auf allen Gegnern 3 Schaden und kann gerade bei so schwachen Gegnern tatsächlich schon ausreichen, um den Kampf instant zu gewinnen. Aber natürlich sparen wir uns das noch auf für eine entsprechende Situation, ist doch klar. So, dann weiter. Oh no, das Ding ist wohl zu groß. Der Block auch. Aber die hier, die sind meiner Größe und lassen sich daher easy peasy mit unserem Hammer zerschlagen. Wunderbar. Dann geht's hiermit noch weiter runter. Ui, was ist das für ein Süßer? Oh, Der ist so scheu wie eine Katze. Schade. Aber ich sehe... Hä? Ah, ich wusste doch, hier ist doch ein Sternsplitter. Ich dachte schon, ich bin lost. Na, ich weiß doch alles. Ich weiß zum Beispiel auch, dass hier irgendwo, hier nämlich, ein geheimes Item ist. Und zwar ein Orden. Orden sind so geil und gibt es in den neueren Paper Marios nicht mehr. Es gibt Ordenpunkte in dem Spiel. Und mit Ordenpunkten können wir diese Orden anlegen. Jeder Orden hat, naja, eine unterschiedliche Fähigkeit, die er uns gibt. In diesem Fall... Gegnerische Angriffe auf Mario gehen manchmal daneben. Das ist ein ziemlich guter Orden, vor allem für den Anfang, aber den kannst du tatsächlich auch theoretisch bis ins Endgame
oder ja, auch definitiv bis in die Mitte des Games tragen. Der ist echt sehr wertvoll. Kostet aber auch 2 Ordenpunkte. Zum Start haben wir 3 und ihr dreckigen Wurmviecher, kommt jetzt mal her, warum treffe ich die denn nicht mit einem Sprung? Und dann theoretisch beide auf einmal, aber ich glaube, das wird gleich nur als ein Erstangriff gewertet. Bin gespannt, schauen wir mal. By the way, mir persönlich fällt das Sprungkommando viel einfacher als das Hammerkommando. Also was jetzt die Action-Kommandos angeht, weil beim Hammer muss man irgendwie direkt nachdem man geschlagen hat, nochmal A drücken. Oh, wie belastend ist das denn? Und dann nochmal bei der Landung für beide Cools. Ja, und gerade hatte ich leider ziemliches Pech, dass da wieder so ein Random-Element von oben runtergeflogen ist. Ich habe nicht nur Schaden gekriegt, sondern bin auch für 3 Runden verwirrt. Oh no, Gumbrina, du musst das jetzt eigentlich regeln. Aber die Analyse geht vor. Das ist ein Sprawing. Diese Dinger sehen aus wie Sperrholz mit Sprungfedern. Ein faszinierender Anblick. Und keiner weiß, wo diese Wesen eigentlich herkommen. Ja, das weiß echt keiner, weil die auch nie wieder zurückgekehrt sind. Maximal KP 3. Angriffskraft 1. Verteidigung 0. Sie sind zwar schnell, aber leicht zu besiegen. Zeigen wir ihnen, wer der Boss ist. Oh ja, die sind wirklich ziemlich schnell. Aber einmal abwehren und die Sache hat sich. Konter lohnt sich bei denen eigentlich nicht. Zur Erklärung, ich habe gerade nichts falsch gemacht, aber die Verwirrung hat dafür gesorgt, dass ich meinen Gegner leider nicht getroffen habe. Ist so ähnlich wie bei Pokémon. Tja, das heißt, der Typ kriegt noch eine Runde, aber erneut abgewehrt. Digga, Mario, trink dein Zielwasser. Mensch. Aber ich mag diese Dynamik auch. Es ist schön, dass da so eine Variable ab und zu reinfließt, die Kämpfe beeinflusst, wo du nichts dafür kannst. Das macht das Ganze knackiger. What the hell? Vorhin habe ich noch gesagt, yo, das wird wahrscheinlich nur als ein Erstangriff gewertet. Nö. Den zweiten werten sie einfach mal als gegnerischen Erstangriff. Ich glaube, es hackt. Eigentlich bin ich in beide reingesprungen, aber hey, ist okay. Lol. Da muss ich los. Naja, ist ja nichts passiert. Auch sein Move wurde abgebrochen. Wobei, stimmt, nicht abgebrochen, nicht abgewehrt. Und uns geht's gut. So, was macht denn dieser Schalter hier? Schwupps. Voll lustig, oder? Die Seite wird abgeblättert, aber das hier ist immer noch so. Wobei, ich glaube sogar, das sollte man eigentlich erst jetzt sehen und nicht davor. Das könnte ein Bug sein. Also diese Version ist nicht 100% bugfrei. Allerdings überwiegen die Vorteile zu 99,9%. Weshalb das verkraftbar ist. Und hier haben wir einen schwarzen Schlüssel. Wozu mag der wohl dienen? Tja, keine Ahnung. Aber wir sollten ihn mitnehmen, schätze ich. Leider hat Mario keine Möglichkeit, dieses kleine Papierfenster da abzuziehen. Daher speichern wir das im Kopf. Und schauen, ob wir da später was bewirken können. Und hier haben wir ja schon eine schwarze Schatztruhe. Dafür dürfte der Schlüssel sein, nicht wahr? Oho. Da ist jemand drin? Hey du, hörst du meine Stimme? Das würde ja bedeuten, du bist der legendäre Held. Ich? Kann schon sein. Nur der legendäre Held ist in der Lage, meine Stimme zu hören. Oh. Du musst wissen, vor langer Zeit hat ein böser Zauberer mich verflucht und in diese Kiste gesperrt. So warte ich nun schon seit vielen Jahren, dass der Held mich hier findet. Übrigens, was führt dich eigentlich an einen so finsteren Ort wie diesen? Ich frag mich wirklich, ob wir ihm vertrauen können. Ja, schon seltsam, was? Wir sollten ihm besser nicht erzählen, dass wir nach den Sternjuwelen suchen. Oh! Verdammt, ich hab mich verplappert. Oh, Professor Gumbart, komplett lost. So, so. Die Sternjuwelen sucht ihr? Ich wusste doch, dass ihr wahrhaftige Helden seid. Ihr werdet mein Geschick brauchen, um in den Besitz der Sternjuwelen zu gelangen. Sucht also den Schlüssel zu dieser Kiste und befreit mich aus dieser misslichen Lage. Der Schlüssel sieht übrigens so aus. Ja, den haben wir ja schon. Was sollen wir tun, Mario? Findet den Schlüssel und bringt ihn her. Er muss irgendwo hier sein. Ich bitte euch, ihr legendären Helden.
Naja, also es kann doch nicht jeder in dieser Stadt asozial sein, oder? Oh, du hast den Schlüssel. Danke. Du Held, mein Retter. Also, Leuten in Not muss man helfen. Ah, danke. Du Narr. Was? Oh. Oh. Fail. Ich hab dich reingelegt. Niemand wird dir helfen. Im Gegenteil. Die Rache für meine langen Qualen in dieser Kiste ist ein fürchterlicher Fluch, den ich über dich verhänge. So sei denn verflucht. Damit bist du verflucht. Selbst schuld, du Honk. Also, hör mir zu. Ab jetzt wirst du an manchen Stellen zu einem Papierflieger, wenn du Y drückst. Damit hast du wohl nicht gerechnet, hä? Von nun an wirst du mit diesem furchtbaren Fluch leben müssen. Oh, wie schrecklich, ja. Aber da du mich so dauerst, werde ich dir sagen, was du im schlimmsten Fall tun musst. Betritt so eine solche Rampe. Erstrahlt der Boden zum Zeichen meines Fluches. Siehst du? Drückst du Y, faltest du dich zu einem Papierflieger. Aha. Du kannst deinen Flug steuern, indem du das Teil hier nach rechts und links ziehst. Wenn du es geschickt anstellst, kannst du sehr weit fliegen. Hast du verstanden, was mein fürchterlicher Fluch aus dir macht? Ja. Wenn du jetzt B drückst, wird der Fluch von dir genommen. Merke dir das. Okay. Nun lebe wohl, du Honk. Was ein seltsamer Geist. Ja, eben, sagt sie auch gerade. Was war das nur für ein seltsamer Geist? Das kann ich dir nicht sagen, Gumbrina, aber nach einem wirklich schlimmen Fluch hörte sich das jetzt nicht an. Eher wie eine Fähigkeit. Und zufälligerweise haben wir hier auch schon so eine Plattform. Wuhu! Ja, cool. Was wir schon in der Schule gemacht haben, das müssen wir auch im Paper Mario tun. Papierflieger schmeißen und damit über Schluchten fliegen. Und da ist es schon. Das legendäre Ionentor. Mario, Gumbrina, seht euch das an. Alter, krass. Das ist das Ionentor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick. Also ist die Legende wahr. Wir sollten etwas näher herangehen. Welch mystische Atmosphäre. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part hier lieber. Bevor gleich noch etwas passiert. Hier in Rohlingen ist man nirgends sicher. Aber ich habe gehört, mit einem Daumen hoch kann man sich für einen Tag lang schützen. Probiert's aus.